Ja, liebe Leute, hier ist der Volker Schäffler. Wie ihr seht, ist der Sonnenschirm heute zu. Der Sonnenschirm ist zu. Ich habe dicke Pullover an, 2 oder 3 sogar. Wisst ihr warum? Hier sind es 25 Grad, das ist mir viel zu kalt, ja. Da bin ich andere Temperaturen jetzt gewöhnt, ja. Okay. Ja, Leute, wo fange ich jetzt heute an zu reden und zu informieren? Ja? Ich glaube, ich fange mal bei der wichtigsten Sache an. Unser Energiesystem, ja, da haben wir den GAP-Generator. Ja, könnt ihr nachsehen bei Artporter. Geht auf Facebook, dann könnt ihr den GAP-Generator sehen von Artporter. Ja, hat den 2017 gebaut, der macht bei ihm 1200 Watt. Bei uns macht er, ich glaube, ja, zwischen 1600 Watt und 2,4 kW. Aber dieser Strom wird dann runtergeladen auf Batterien, wie es bei Photovoltaik ist. Ja, Photovoltaik hat ja nachts keine Ladung, aber wir haben nachts Ladung, Tag und Nacht. Wir laden das dann runter auf Batterien, auf 4 Batterien, die gehören zum System. Man kann aber auch 8 Batterien anschließen. Und mein früherer Freund, den muss ich sagen früher, weil er hat mich ein bisschen enttäuscht, der schafft mit 10 Batterien 14 kW Strom. 14 kW Strom, die auf Speicher sind. Die kann man abrufen. Wenn man die abruft, dann lädt das Gerät sofort wieder nach. Ja. Ist das nicht geil? Ich bin mit dem Mann in USA mit dem Artporter in ständiger Verbindung. Er hat bei der NASA gearbeitet, war früher Soldat, dann hat er bei der NASA gearbeitet, hat dieses System entwickelt 2017. Und was soll ich euch sagen? Ja, was soll ich euch sagen? Das läuft seit 2017, aber ihm hat das keiner geglaubt, dass das funktioniert, weil die Menschen so verblödet sind durch Medien und Schule, dass sie sowas gar nicht glauben. Ne? Das hat übrigens Nikola Tesla entwickelt. Und er hat mir das gegeben, hat mir schriftlich bestätigt, dass ich das nachbauen darf. Und das ist im Augenblick in der Programmierung. Es ist von Süddeutschland oder von Süddeutschland ist es vom Hersteller ist es weggeschickt worden nach Hamburg. Ich dachte, er schickt es nach Bremen. Er sagte Bremen, nee, es ist nach Hamburg gegangen. Definitiv nach Hamburg, weil das ist auch der Erfinder und Entwickler dieser Software. Da ist es hingegangen, das ganze System ist da hingegangen und dann ist das programmiert worden und das wird am Samstag abgeholt. Dann sind wir damit durch. Ja. Dann haben wir das System. Der Hersteller fährt von, glaub Richtung Köln, ist sein Wohnort. Da fährt er dann dorthin nach Hamburg, holt es ab, 440 Kilometer, nimmt seinen Laptop mit, dann wird die Software da aufgeladen. Und dann haben wir auch die Software und auch das Programm drauf und dann können wir vervielfältigen. Ist das nicht cool? Oh, ist das nicht cool? Ich freue mich so, ja. Ich freue mich so. Ja, es hat natürlich Unmengen an Geld gekostet, Leute. Ich habe einige Hersteller eingesetzt, aber auch ich habe auch einige Leute, die investiert haben. Ja, ich habe sogar einen eigenen Investor. Ich habe für die ganzen Systeme, Messias-Maschine, Schwungradmaschine und für diesen GAP-Generator habe ich 80.000 Euro ungefähr ausgeben müssen. Es war nicht anders möglich, weil du baust das, verwirfst das, baust neu, verwirfst das. Manche Systeme wurden 7, 8 Mal gebaut, ja, bis sie dann einigermaßen funktionieren. Aber jetzt, unser System, das funktioniert 100%.
mein Kontakt nach USA, der hat mir gesagt, ich fragte, was soll es kosten, ich kann es für dich verkaufen. In der Türkei hat er gesagt, 2,2 Millionen. Habe ich gesagt, das ist kein Problem, ich habe so viele Kontakte zu großen, starken Holdings, die zahlen das aus der Portokasse. Musst aber hingehen mit deinem System, musst es auf den Tisch packen und musst sagen, hier ist es und dann kriegst du dein Geld. Er sagt, nee, mache ich nicht, die sollen zu mir kommen. Das geht nicht. Das sind Holdings, die haben zig Milliarden Vermögen, die reist doch nicht durch die Welt wegen einem kleinen Elektroniksystem. Das machen die nicht. Ja. Okay, habe ich gesagt, dann machen wir das eben, bauen wir das System. Und ich habe ihm gesagt, wie er das verbessern kann, nämlich durch die Batterien. Er schafft ja nur 1200 Watt. Ich sage, musst du Batterien anklemmen und dann, so wie Photovoltaik, dann hast du 14 kW Strom. Ja? Dann kannst du dein System absolut gut verkaufen. Aber ich werde unser System in der Türkei verkaufen für 5 Millionen Euro. Ja, ist kein Problem. Die haben das wirklich in der Portokasse. Ich war bei solchen Holdings eingeladen. Da komme ich direkt zum Chef hin. Ja. Gibt es nur einen Verantwortlichen, das ist der Boss, der leitet alles. Der sagt in 10 Minuten, ja, ich gebe dir 10 Millionen oder ich gebe sie dir nicht. Ich will ja keine 10, ich will ja ein bisschen weniger. Ja. Ich will ja nur 5. Ja. Aber wir machen vorrangig, werden wir jetzt erstmal die Systeme bauen für unsere Leute, die bestellt haben. Und die bekommen die Systeme. Ich sage, also wenn das jetzt alles so weit fertig ist, vorbereitet ist, dann müssen wir wieder die neuen Bauteile bestellen und dann kann man ein System an einem Tag fertigstellen. Das ist keine Schwierigkeit. Ja? Ich kann es nicht. Ich könnte nur mithelfen, weil da muss viel Verkabelung gemacht werden. Ja, ihr habt das gesehen in dem Foto, da sind sehr viele Kabel dran, bestimmt 30 oder vielleicht sogar 40 Kabel. Ja. Die müssen alle angeschlossen werden, müssen blank gemacht werden, Kabelschutt dran, verkabelt werden, programmiert werden. Ja, dann funktioniert das. Dann werden die Batterien angeschlossen, Wechselrichter, fertig ist der Zauber. Ja. Und dann geht es los. Ja. Und ich habe ja auch schon die Bauanleitung weitergegeben an meine Leute, die bei mir die Systeme bestellt haben. Die können das auch bauen. Ja. Wir hatten einen kleinen Einschnitt hier, weil der Mann aus Graz, der ist so aus der Reihe getanzt, der hat das System gebaut und hat es fertig und hat es an sein Haus angeschlossen. Er macht 40 kW Strom damit. Er versorgt sein ganzes Haus. Dann hat er gesagt, er war bei einer Sitzung bei so hellsichtigen Leuten und dann hat er gesagt, die haben gesagt, ich darf das nicht weitergeben, nicht bauen, ich darf nur denen das geben. Der hat doch einen Vogel, ja? Er darf nur denen das geben, damit die den Nutzen haben, aber darf es mir nicht geben. Er ist ausgeschert, er sagt, nee, ich gebe dir das nicht. Und er darf es nicht zeigen, nicht im Film zeigen. Er darf es nicht zeigen, darf den 8 Leuten, die da teilgenommen haben, den darf er es bauen. Er darf es nicht zeigen, hat es mir gezeigt. Ich habe es gesehen, ich habe es echt gesehen. Thank you very much. Kommt gerade mein Mittagessen. So, und ich habe das selbst gesehen. So ein Blödsinn. Entweder sagt die göttliche Welt, er darf es nicht bauen, für keinen, oder er sagt, er darf es für mich nicht bauen, aber für all die anderen. Ist doch geistesgestört, würde ich sagen. Ne? Denke, kann man absolut vergessen. Ja, mein Freund hat einen an der Klatsche, muss ich sagen. Ich nenne natürlich jetzt seinen Namen nicht, aber ich werde ihm den Film schicken. Er ist nicht ganz normal. Weil die sagten in dieser Sitzung, ab Oktober haben die Menschen nichts mehr zu essen. Ja, die essen wie immer, ich esse doch jetzt auch und die essen überall. Es gibt Essen bis Frühjahr, ist alles abgesichert von den Zulieferungen her.
Das ist also auch wieder gelogen. Er hat auch die Namen nicht genannt. Welche Hellseherin verbindet sich da mit der göttlichen Welt? Das ist auch Quatsch, wenn er den Namen nicht nennt. Das ist auch ja, mysteriös. Ich kann meine Hellseherin nennen, die heißt Eleni. Die kann jeder kontaktieren. Ja? Er macht das nicht, er ist zu feige dazu. Ja? Ein Feigling ist es. Er läuft immer in Schwarz. Ein schwarzer Feigling ist es. Ja? Ich habe gesagt, die haben dir erzählt, immer im Dezember sterben alle Geimpften, auch die Kinder. Wehe, die sterben nicht alle. Da komme ich hin, pack dich an der Krawatte, du mein Freund. Dann hast du nämlich richtig Scheiße gebaut. Dann hast du richtig gelogen. Du hast gelogen, nicht die Hellseherin. Die ist zu blöde, ja. Und er sagt, die Elise wäre das. Wer ist die Elise? Kenne ich nicht. Meine Hellseherin kenne ich auch nicht. Soll irgendwie ein griechisches irgendetwas sein, ja. Ich sage, ich kann selbst die göttliche Welt fragen. Kann selbst anfragen, kriege ich in 2 Sekunden die Antwort, ja. Wozu brauche ich so eine Sekte, ja? Brauche ich nicht, ja. Aber dadurch kam es zu Verzögerungen. Da muss ich wieder einen neuen Hersteller nehmen und und. Okay, Leute, bleibt mal schön friedlich ruhig. Es wird alles gut. Ich bin bei euch. Wir schaffen das. Alles Gute. Ciao.